Wir sind jetzt Ende Mai und führen nun unsere Bodenbearbeitungen durch. Wir fahren jetzt zuerst mit der Scheibenegge durch das Feld. Damit können wir den Boden vorbereiten. Wir bekommen das Gras, was relativ hoch gewachsen ist, jetzt im Mai natürlich klein. Wir bekommen eine schöne Bodenstruktur. Und im zweiten Schritt fahren wir dann mit einem Seitenflug durch das Feld und häufeln dann den Boden an die Hopfenpflanze. Dieses Anhäufeln mit dem Boden ist deshalb wichtig, damit der Hopfen im Sommer jetzt schön zugedeckt ist. Er kann über den Sommer Adventivwurzeln bilden, die dann die Nährstoffe und das Wasser dann aus dem oberen Bodenbereich ziehen kann. Und ein Nebeneffekt ist natürlich, dass wir hier jetzt eine natürliche Unkrautbekämpfung haben. Dieses Einzelstück, das ist die sogenannte Pfahlwurzel. Und hier an den Seiten bilden sich schon diese kleinen Sommerwurzeln, die sogenannten Adventivwurzel, die später nötig sind, damit wir optimale Nährstoffe und Wasser aus dem oberen Bereich rausziehen können. Die nächste Arbeit, die nun ansteht, ist weiterhin eben Bodenbearbeitung durchzuführen. Es kommt natürlich da auch ganz auf die Witterung an. Und dann steht irgendwann auch in den nächsten Arbeitsschritten das Einsäen der Zwischenfrucht an.